Hallo ihr Lieben, willkommen zum heutigen Hair-Tutorial. Vor einiger Zeit habt ihr ja das Tutorial zu diesem Make-up, das ich hier gerade trage, gesehen. Zu meinem 1960s Mod-Style Make-up. Und heute gibt es dazu die wahrscheinlich ikonischste 1960s Frisur, die es überhaupt gibt, den Bubble Flip. In den 60ern haben wir doch ganz schön viel Volumen in den Haaren. Ich übertreibe es bei dieser Frisur jetzt nicht so mit dem Volumen. Ihr könnt aber ordentlich mehr noch tupieren, als ich es jetzt hier tue. Noch dazu waren meine Haare hier frisch gewaschen. Das heißt, das Tupierte hat einfach auch weniger gehalten. Dazu hätte man zum Beispiel noch etwas Trockenshampoo verwenden können, damit die Haare so ein bisschen, ja, ich nenne es mal ein bisschen griffiger sind. Dann hält Tupiertes einfach besser. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Was ich immer ganz wichtig finde beim Tupieren für solche 60er-Jahre-Frisuren ist, dass man nicht einfach nur an der obersten Stelle vom Kopf hinten tupiert, sondern wirklich komplett alles rundrum. Sonst hat man einfach nur oben so wie so einen kleinen Hügel auf dem Kopf. Aber es ist einfach kein komplettes Volumen am ganzen Kopf. Das sieht da, finde ich, immer sehr seltsam aus. Deswegen wirklich überall komplett einmal ordentlich tupieren. Die obersten Lagen des Haares sozusagen könnt ihr ein bisschen aussparen, damit ihr kein zu großes Knuddel oben auf dem Kopf habt. Gebt ein bisschen Haarspray dazu. Ich benutze dazu immer das Get Layered Haarspray von Big Sexy Hair. Das ist sozusagen eine Art zwischendrin Haarspray, das man verwenden kann, ohne dass die Haare verkleben, die aber dem, was man gerade gemacht hat, wie zum Beispiel beim Tupieren, nochmal so ein bisschen Halt gibt, damit man nicht Gefahr läuft, alles komplett an Volumen zu verlieren. Kämmt dann so ein bisschen oberflächlich drüber, damit einfach eure Haare wieder schön glatt aussehen. Kämmt aber nicht so arg, nicht, dass ihr euer tupiertes und euer schönes Volumen hier rauskämmt. Um für den weiteren Vorgang des Stylings für unseren Bubble Flip eure Haare zu wappnen sozusagen, davor, dass ihr Volumen verliert, empfehle ich euch einmal, eure Haare sozusagen am Kopf festzustecken, eben mit diesen großen Haarklammern. Denn wenn wir mit dem Lockenstab jetzt unsere Haarsträhnen nach oben eindrehen, ziehen wir auch ein bisschen an dieser Strähne. Und somit könnte es sein, dass wir etwas Volumen der Haare verlieren durch dieses Ziehen. Wenn wir also die Haare einmal feststecken zwischendrin, dann sind die einfach fest und wir können uns einfach nur den Spitzen unserer Strähnen widmen. Wenn ihr die Strähnen eingedreht habt, nehmt eine kleine Haarklammer und steckt die einfach einmal fest. Das muss nicht toll aussehen, das muss auch nicht wahnsinnig gut halten. Es ist einfach nur wichtig, dass die Haare in dieser Position sozusagen, wie sie später sein sollen, abkühlen können, damit sie ihre Form möglichst lange behalten. Auch hier benutze ich dann das Big Sexy Hair Get Layered Haarspray, um der Form der Spitze meiner Haarsträhne einfach nochmal so ein bisschen Halt zu geben. Und wie gesagt, es verklebt nicht. Also wir können später trotzdem wunderbar durch diese Strähnen dann durchkämmen. Aber es gibt dem Ganzen einfach zwischendrin so ein bisschen Halt. Und meiner Erfahrung nach hält wirklich vieles, alles eigentlich, wesentlich besser, seitdem ich zwischendrin während dem Styling immer mal wieder dieses Haarspray drauf sprühe. Um den Pony brauchen wir uns übrigens nicht kümmern. Wie ihr seht, das ist bei mir vorne so ein kleines bisschen kürzer als hinten. Wenn ihr komplett gleich lange Haare habt, ist auch okay. Bei einem wirklich richtigen Pony wird es dann schwierig, aber alles, was so die Länge hat wie bei mir oder auch noch ein klein bisschen kürzer, ist gar kein Problem. Die Strähne kommt danach einfach hinters Ohr und wird dort mit einer Haarnadel festgepinnt, aber das seht ihr dann eh gleich, wie das ungefähr aussehen soll. Wer eben noch kürzere Haare da vorne hat, so einen schrägen Pony, der kann dazu einfach dann noch wesentlich mehr Haarspray benutzen, dann hält das Ganze auch wirklich gut und es fallen keine Strähnen raus. Wenn wir also alles besprüht haben, unsere Haare abgekühlt sind und ihre lockige Form haben, können wir alle Haarklammern komplett einmal rausnehmen und dann einfach nur noch bürsten. Bürstet hier natürlich vorsichtig, damit ihr nicht euer Volumen rausbürstet sozusagen. Wenn irgendeine Strähne nicht so will,
wie ihr wollt, dann könnt ihr zwei Dinge tun. Entweder lockt ihr sie einfach nochmal, steckt sie nochmal fest, macht es an der Strähne nochmal, oder ihr nehmt euch einfach einen Toupierkamm zur Hand und toupiert die Haare in die Richtung, in die ihr wollt, dass sie sich bewegen sozusagen, um dem Ganzen nochmal so ein bisschen extra Halt und Standhaftigkeit zu verleihen. Und das macht ihr dann einfach rundherum am kompletten Kopf, bis ihr einen wunderschönen Bubble Flip habt. Hier seht ihr dann auch die festgepinnten Haare der Ponypartie, damit uns das nicht auf die Nerven geht. Zum Schluss alles nochmal ordentlich dann besprühen mit Haarspray, damit auch alles gut hält. Und dann wäre unsere 60er Jahre Bubble Flip Frisur auch schon fertig. Ich hoffe, es gefällt euch. Guckt euch gerne dazu auch das Make-up-Video an. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis bald!